Hallo aus dem Keller in Wolfenbüttel. Hier möchte ich euch meine gesuperte EA500 E-Lok von Märklin vorstellen. Diese ist unter Artikelnummer 36509 erhältlich. Ist voll digital, hat Anfahrbremsfunktionen und einen Lichtwechsel. Ich habe die Maschine im Sommer 2020 in München für 69 Euro gekauft. Im Original gab es davon zwei Stück. Die wurden 1966 gebaut für die Rheinstahl Bergbau AG, die Zechen Prosper. Eine gibt es noch, steht in der Henrichshütte Hagen. Sehr charakteristisch für diese beiden Lokomotiven sind einmal die Pufferringe, dann die Warnstreifen der Pufferbohle. Die hatte ich noch aus dem Kipri-Sortiment. Die Ringe habe ich gestanzt aus meinem Tamirband aufgeklebt und weiß gemacht. Anschließend habe ich die Fenster mit Folie hinterlegt und mit Varello-Farben die Lüftergitter schwarz gemacht. Anschließend hat die Maschine noch silberne Lampenringe bekommen und Griffstangen an den Rangiertritten. Im Original haben die Maschinen zwei Bühnen gehabt, aber das ist viel zu aufwendig und die Märklin-Maschine ist leider nicht im Maßstab 1:87, sondern etwas größer. Hier sieht man das Modell schon wieder zusammengebaut, Lampenringe, Pufferringe, Warnstreifen und sehr charakteristisch waren auch bzw. ist eine Rangierfunkantenne auf dem Dach und zwei Makrofone jeweils rechts und links. Die wurden von mir auch nachgebildet. Diese Topfantenne ist ein kleines Drehteil. Die Räder sind auch noch schwarz gemacht worden. Die Maschine hatte auch schon Einsatz an einem Hochofen. Dies ist bei Freunden. Die haben sogar eine Hochbahn zum Entladen. Hier sieht man deutlich die Rangierantenne. Insgesamt hat das Projekt viel Spaß gemacht und für 69 Euro kann man ja auch nicht so viel verkehrt machen. Ich bedanke mich und sage Tschüss.